Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder alleine. Ich habe hier nämlich einen neuen Rauchgold da. Von der Lecky Lecky Schmecky Line 2017. Der Shish. Shish soll sein Doppelapfel Cranberry. Und ausgefallene Kombination. Doppelapfel mal wieder mal mit was anderem gepaart. Finde ich ganz schön, dass sich da Hersteller dran waren. Und diesen Flavor einfach ein bisschen weiter experimentieren, was man denn noch mit dieser süßlichen Anisnote so alles tun kann. Wir haben hier 200 Gramm für 14,90 Euro, ist Rauchgold typisch. Wir haben einen Schnitt, der Rauchgold mittlerweile typisch ist. Mittel bis fein, minimal Äste mit drin. Molasse wunderbar eingezogen, nicht überfeucht. Die neue Produktion drückt nicht, kratzt nicht, ist wirklich sehr, sehr schön. Man sieht den Tabak auch an, dass er wirklich qualitativ sehr hochwertig ist. So, gebaut ist das Ganze im Tonkopf. Randvoll gefüllt mit dem One Smoke und einer... ich habe schon wieder vergessen, wie die Kohle heißt. Diese neue Kohle Yashin. Kann ich leider nicht sagen, tut mir leid. Das kommt auf jeden Fall aber auch noch ein Review. Ich halte mal hier die Nase rein. Ne? Also man hat sofort, also das ist diese Lakritz. Gepaart mit so einer süßlichen Gummibärchen-Note. Ja, und diese Cranberry-mäßige, man riecht schon raus. Vom Doppelapfel bleibt irgendwie so dieser Grundton da, den man halt wirklich sehr stark in der Nase spürt. Was aber nicht typisch jetzt auf Alfaka oder so hindeutet, sondern auf einen Standard-Doppelapfel, würde ich schon fast sagen. Okay, ich zieh mal hier, ne? Hier im Vordergrund ist auf jeden Fall die Cranberry. Wirklich hart gepaart mit ja, diesem Anis-Ton, mit diesem leichten Lakritz-Ton, den man hier hat. Aber ich weiß nicht, ich tue mich da schwer, wirklich nur den Doppelapfel rauszuschmecken. Obwohl ich so viel Doppelapfel geraucht habe, ist es für mich hier eine extreme Mischung. Das Ganze verschmilzt ineinander. Wirklich richtig schön. Es hat wirklich richtig Flair. Also, geil, mir gefällt es super. Der Doppelapfel kriegt dadurch noch so eine leicht spritzige, süßliche Gummibärchen-Süßigkeiten-Richtung, die mir wirklich sehr gefällt. Also Hut ab, es schmeckt schon echt interessant und ziemlich geil. So, jetzt wenn ich mir... Es ist auch nicht für mich so, wenn ich Bock auf einen Doppelapfelkopf habe, dann mache ich trotzdem noch meinen Doppelapfel. Es ist für mich nicht ein Ersatz für Doppelapfel oder irgendwas, sondern einfach nur was Schönes, was ich sonst noch mal zwischendurch rauchen kann. Wenn ich hier noch einen Ton drin suchen müsste, wäre das für mich so eine leichte Veilchennote. Also das Ganze geht wirklich so, ja, schon so ein Ton davon erinnert mich sehr an den Black Violet von Kismet. Aber extrem schön gehalten, wirklich sehr, sehr lecker. Der Abgang ist wirklich von diesem Kismet das Ähnliche. Extrem, wirklich so leicht unter der Zunge herbeigeführt, kommt so dieser Veilchentouch, der das Ganze hier pervers abrundet. Der Kopf ist jetzt schon mal länger an. Rauchentwicklung ist aber typisch Rauchgold. Natürlich mit dem Monsbau ist nicht 100%, ne? Aber typisch Rauchgold, die Rauchqualität und die Rauchentwicklung ist wirklich auf einem hohen Maß. Finde ich sehr lecker. Geht für mich, safe klar, also wirklich. Extrem geiler Doppelapfel, gepaart mit einer schönen Süßigkeitennote, mit einem kleinen Pfeilchen dabei noch. Wirklich richtig geil. Ja, wie schon am Anfang gesagt, die neue Produktion drückt nicht mehr, kratzt nicht mehr, ist wirklich richtig schön entspannt zu rauchen. Hat Rauchgold sich auf jeden Fall wieder aus dem Loch rausgekämpft, finde ich wunderbar. Wirklich sehr geil. Für mich geht hier safe eine Kaufempfehlung raus. Natürlich muss man auf dieses Anis-mäßige stehen, weil das schon auf jeden Fall mit dazugehört und sehr, sehr stark mitschwingt. Aber wenn man es tut, dann lacht euch den auf jeden Fall mal an. Werdet ihr nicht von enttäuscht, glaube ich. Ja, unten Facebook sowie Instagram verlinkt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Twitter, Snapchat, Twitch, alles mögliche unten drin. Einfach mal auschecken. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Danke nochmal für 2100 Abonnenten. Sehr, sehr geil. Freut uns tierisch. Und ja, wie ihr mitbekommen habt, haben wir jetzt Mittwoch und Samstag unsere Upload-Tage, die fest sozusagen sind. Und zwischendurch, wenn wir mal was haben, kommt es noch rausgeballert.
aber die festen sind diese beiden Tage. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.